Der Wochenrückblick aus der Praxis Müller-Kamül. Hallihallo zusammen. Ich hoffe, es geht Ihnen alle soweit gut. Sie haben die Schneechaos-Tage hinter sich. In manchen Bereichen ist ja auch noch einiges an Schnee da. Hier in Frankfurt heute Morgen hatten wir minus 10 Grad. So habe ich es auch noch nicht erlebt. Also war schon recht frostig, aber eine wunderschöne Schneedecke. Ich fand es, abgesehen jetzt von der Klette vorher, mit dem Schnee eigentlich sehr, sehr angenehm und schön. Was gab es? Ja, was gab es? Ich muss doch mal auf den Herrn Lauterbach eingehen. Der eine oder andere hat es vielleicht in den Medien mitbekommen. Der Herr Lauterbach möchte die Homöopathie bei den Krankenkassen als Leistung streichen, weil sie nicht wissenschaftlich in seinen Augen anerkannt ist. Man kann über die Homöopathie denken, was man möchte. Also das lasse ich wirklich außen vor. Und ja, die Studienlage sind manchmal ein bisschen widersprüchlich. Aber das lassen wir jetzt mal ganz weg. Was möchte er eigentlich damit? Er möchte damit eigentlich 50 Millionen einsparen. So. Diese 50 Millionen, die er jetzt einspart, was glauben Sie, was das für eine wunderschöne Milchmädchenrechnung gibt? Denn diese Patienten, die von homöopathischen Ärztinnen und Ärzten behandelt werden und das über die Krankenkasse läuft, diese Patienten nehmen keine beispielsweise chemisch definierten Medikamente ein. Sie sind vielleicht homöopathisch extra deswegen eingestellt worden, weil sie psychische Probleme haben. Beim Wegfall dieser Leistungen werden vielleicht nur ein ganz, ganz kleiner Satz dieser Patienten es sich dann leisten können, privat bei ihrem Hausarzt, bei ihrer Hausärztin diese Homöopathie weiterzuführen. Der Rest wird früher oder später Medikamente brauchen, und zwar die Medikamente aus der Pharma-Schublade. Und das wird heißen, dass die Kosten exorbitant steigen werden. Und das hat der Meister aller Statistiken überhaupt nicht bedacht. Ja? Dass man mit der Homöopathie im Endeffekt viele Patienten von anderen Medikamenten, ja, beschützt ist ein blödes Wort, aber einfach weghält. Ja? Und Sie werden sehen, wenn wir vielleicht in 2 Jahren mal nachfragen, wie die Explosion bei den Kosten gekommen ist, werden Sie sehen, dass diese 50 Millionen, die man angeblich einspart, sich mindestens mal um 120, 150 Millionen mehr an Unkosten gezeigt hat. Das heißt, lieber Herr Lauterbach, das ist eine Milchmädchenrechnung. Aber gut, er liebt seine Statistiken und damit ist er glücklich und das gibt ihm Sicherheit in seinem kleinen Gesundheitsministerium. Ich hatte es heute wieder bei einem Gespräch mit einem Patienten, habe das glaube ich auch letztes Jahr schon mal gesagt, hier in dem Video, die Männergesundheit. Männergesundheit spielt eine ganz, ganz große Rolle und es gibt wirklich auch heutzutage, und das ist sehr schön, dass viele Frauen über ihren Hormonhaushalt wesentlich besser informiert sind, auch wissen, was hormonelle Veränderungen in ihrem Körper ausmachen. Immer noch so ein kleines Tabuthema ist es bei den Männern. Die Männer sind da noch so ein bisschen, ja, auch stiefmütterlich behaftet. Man redet nicht über Erektionsprobleme, man redet nicht über nachlassende Libido, ja, man redet nicht darüber, wenn das beim Wasserlassen die Prostata einem Beschwerden macht. Und da das jetzt heute wieder so aufgeflammt ist, und natürlich ich das auch sehr, sehr häufig bei meinen männlichen Patienten habe, diese Thematik, und ich denke, diese Thematik ist sehr, sehr wichtig, habe ich mich jetzt wirklich dazu entschlossen, ich muss gucken, ob es mal ein Live gibt oder einfach so mehrere Stories hintereinander, einfach mal dieses Jahr jetzt am Anfang mal mit den Männern zu beschäftigen. Und hier gerade auch wirklich sehr offen über dieses teilweise Tabuthema zu reden und über Erektionsprobleme, über Probleme beim Anschwellen oder bei Problemen mit dem Schwellkörper, Libidoverlust, ja, prostatische Probleme. Das muss auch mal angesprochen werden, weil es ein, wie gesagt, ein sehr großer Bereich ist und die Männer da hier und da immer noch nicht, sagen wir mal, ein offenes Wort haben, weil das natürlich auch wirklich ein bisschen was gerade bei den Männern auch mit Charme zu tun hat, sie lieber dann zu Viagra greifen bei Erektionsproblemen, als wirklich mal der Ursache auf den Grund zu gehen. Und da werde ich mich mal so ein bisschen fokussieren und Ihnen, wie gesagt, entweder live oder dann nochmal Stories in ein paar Teilen, ja, schenken. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende, lassen Sie es gut gehen, die Möglichkeit haben, ein bisschen im Schnee mit der Family spielen, ein bisschen Schneemänner bauen, genießen Sie es noch, nächste Woche wenigstens hier im Rhein-Main-Gebiet soll es wieder frühlingshafte 12 Grad werden, habe schon gesagt, es gibt ein schönes Föhn- und Kreislaufwetter nächste Woche, hoffe, dass Sie das ganz gut vertragen, bis dahin bleiben Sie schön gesund, wie immer, Ihre Praxis Müller-Kamül.